Hey, folgt Leute, wie schön, willkommen zurück zu einer weiteren Folge jetzt bei Minecraft zusammen mit David, Ricardo, Tim und Lennart. In der letzten Folge haben wir uns noch weiter mit der Redstone-Schaltung hier beschäftigt, die mega kompliziert und doof gemacht ist von mir wahrscheinlich. Und ja, was? David? Wir können das doch so wie da machen, einfach mit einem Repeater hier den Block ansteuern. Guck mal, warte. Ich warte. Weg damit. Ja, ich weiß, dass das jetzt passieren wird. So. Also ich will nur was gucken erstmal, so. Ja, ja. Dann ist nämlich das Diamanten. Ja, was auch immer da war. Ja, warte, mach ich sofort. Da. Nee. So. Warte, kann ich auch noch was zeigen? Ja, ja, mach nur kurz die Treppe drin. Ja, ja. Aber dann kannst du jetzt sofort gleich bezahlen. Theoretisch müsstest du damit beide ansteuern. Musst du auch. Ja. Okay. Das heißt, jetzt. Muss die Workbench hin? Oh. Ich dachte, das wäre meine gewesen, sorry. Ich dachte, das wäre meine gewesen, die ich eben aufgebaut hatte, hab's wieder abgebaut. So. Mit der Fackel hier jetzt, ne? Das heißt, theoretisch muss man jetzt nur die Treppe ansprechen von der anderen Seite. Das heißt, theoretisch reicht's, wenn man den Knopf. In der Theorie, jetzt habe ich keinen Knopf mehr. Wo ist der Knopf hin? Ich glaube, ich habe den, ja, ich habe den. Also, theoretisch reicht's, wenn man den Knopf da reinmachen würde. Oder wenn man. Ja, doch, wenn man den da reinmachen würde. Warte. Will Lennart den Knopf hier haben? Wo, nein, Lennart ist egal, glaube ich, wo der Knopf ist. Ja, solange der nicht so in der Wand ja. Ist, Julian. Also so auch nicht. Nee, eigentlich nicht, aber die Frage ist, wie kann man es denn. Ja, dann sagen wir, der Block ist hier. Fuck it, welcher ist denn das, wenn wir rübergehen? Der hier drüben. Ja, okay, danke. Bitteschön. Hast du einen Repeater noch? Ja, mach ich. Also der, wo der Repeater draufsteht. Ja, ja. Hab ich mir schon gedacht. Dass das so mies ist. Warte mal, ist das jetzt der Block oder ist das der andere Block? warte. Wenn ich da jetzt, warte, ich setze da kurz einen Redstone drauf und drück mal den Knopf. Guck mal, ob das Redstone angeht. Nee, glaube ich nicht. Dass der so hoch ist. Nein, der ist okay. Nicht so hoch. Nee. Ich kann ja auch gar nicht. Warte mal. Genau, wirklich. Weil ich habe irgendwann kurz den Block abgebaut zur Orientierung. Nee, hier guck mal, da oben drauf wird das Redstone gebaut. Das Redstone wird gebaut, wenn ich den Block drücke. Ja, oder das hier, was hier vorne ist, hier hinter. Stimmt, ja. Richtig. Ja, genau. Julian. Ja, ich weiß, genau, ja, richtig. Ist völlig korrekt. Dann werden die gesetzt. Wenn jetzt nicht schon gleich. Versuch mal was, also genau. Nicht klappen, wenn jetzt. Nein, das weißt du wieso? Weil das Redstone dann abspringt. Hä? Doch, es hat gebaut. Nein, komm mal her. Du hast gerade nicht gemacht. Ich spring durch den Knopf, weil dann siehst du das. Okay. Problem. Ah, lol. Warte, was, wenn du den Knopf drückst, während nur das eine Redstone jetzt da ist? Warte. Was passiert jetzt? Nee, da passiert nichts. What? Doch! Sind siehst beide du? Gegangen gerade? Ja! What the fuck? Sag ich doch, das ist mega creepy. Und ich weiß nicht warum. Weißt du, dieses Redstone hat so null mit dem Piston 2 darunter zu tun. So gar nichts. Ich check das Redstone von heutzutage nicht mehr. Früher wäre das nicht gegangen, ohne Spaß jetzt. Ich glaube nicht, dass es früher funktioniert hätte. Ja, das Problem ist, wie inverten wir das jetzt? Ja, genau, wie invertet man das? Das ist das Problem. Warte, man könnte. Warte, der Block, warte. Der Block hier oben wird doch auch angesprochen, oder? Der hier. Ja, erst die Rüsch, wenn deine Fackel dran setzt. Sorry. Bitte drück mal den Knopf. Okay, passiert nichts. Ja, passiert nichts, schade. Ich weiß drück den Knopf! Weißt du wieso? Okay. Weil ja nicht der Block hier, wo ich die Fackel dran gemacht habe, angesprochen wird, sondern. Das hier wäre angesprochen. Drück mal jetzt. Stimmt. Ich will mal was gucken. Ob die ausgeht. Ja, die geht ja, aus. Ja, klar, die geht auf jeden Fall aus, ja. Nochmal. Warte. Was passiert, wenn du einfach nur die Redstone-Fackel hier dann. Warte, was? Mach mal die Redstone-Fackel nur an den Block hier dran. Hier unten. Oh. Nur an den Block da unten. Gut, ja, wenn das klappen würde. Weiß ich nicht. Beide, das sind bei Redstone? Ja, funktioniert. Lol. Nee, hä, nur einer? Was? Nein, ist nur einer. Achso, ja, schade. Okay. Hey, warum funktioniert das denn mit Redstone und nicht mit der Redstone-Fackel? Hä? Dieses System. Alter. Vor allem, das ist genau so, dass es fast. Oh, warte mal. Warte mal. Ich blick da heutzutage nicht mehr komplett durch, ey. Früher war Redstone noch schön. Wir was gucken, ob das klappt. So. Das ist ein sehr kurzes Signal, aber könnte klappen. Soll ich drücken? Oder bist du nicht fertig? Warte, ich will so gucken, versuch mal. Ja, war klar, das ist nichts. Passiert aber nichts. Nee, auf den können wir ja nichts setzen. Lol. Wir probieren es nochmal. Weißt du, irgendwas ist ausgefahren gerade. Lol. Was? Es funktioniert. Was? Als ob. Ja. Als
ob es funktioniert. Warte, kannst du es nachvollziehen? Ja, die Redstone-Fackel verändert sich, das Redstone da drauf verändert sich, das heißt, der erkennt das, gibt es einen Block drunter ab? Doch, das funktioniert, das muss, ja, macht Sinn, dass es funktioniert. Lol, aber guck mal, wie einfach. Ja. Junge. Aber du weißt, aber es ist nicht versteckt. Noch einfacher, weil wir können jetzt eigentlich das Signal von. Ja, warte. Theoretisch ist egal, warte, es geht theoretisch egal drin, dass ich. Warte, ich mach mal ganz kurz so, ich geh kurz rein. Theoretisch kann der Knopf auch woanders. Das ist nur so ein richtig kurzes Signal. Warte, ich werde den Knopf kurz an die Decke machen, das sieht dann sehr viel besser aus. Warte, hier. So, hier kommt genau das gleiche, ne? Oh, das klappt noch. Boah, Glück gehabt. Genau. Und wenn ja, ich jetzt. Das funktioniert nicht. Warte, ist das die Tür? Ja. Doch, warte, wenn man jetzt. Warte, wenn man jetzt. Warte, wenn ich jetzt einfach eine Redstone-Fackel an den Block mache, warte. Was ist jetzt passiert? Lass ich ganz kurz was probieren. Darf ich fragen, warum die jetzt offen ist? Permanent. Wer jetzt offen ist, wird. Warte immer kurz. Nur, wenn ich den Knopf drücke, geht die zu. Was passiert jetzt, wenn ich den Knopf drücke? Ja, gar nichts. Guck mal, die ist die ganze Zeit offen. Warum? Hä? Ich hab, warum warte. Jetzt die ganze ich hab gerade nichts extra hingebaut. Ja, weil der anscheinend dauerhaft. Ja, jetzt heißt es. Jetzt muss der Observer aus irgendeinem Grund dauerhaft ein Signal geben. Warte. Hä? Nein, ich versteh's ja auch nicht. Ja, hä? Der Observer gibt doch gerade auf das Signal! Warte, wir machen mal ganz kurz so. Setz das Redstone wieder hin. So. Jetzt ist der. Jetzt ist er offen. Warum? Hä? Ach nee, das macht. Nee, das muss sein, stimmt. Weil der gibt ja kein dauerhaftes Signal, der Observer. Jetzt ist es zu normal. Jetzt ist es zu? Zustand. Ja. Was? Nee, was? Jetzt ist es zu? Jetzt ist es zu im normalen Zustand. Ja, dann hä? Richtig. Das kann aber nicht sein! Das heißt, jetzt gerade gibt der Observer ein dauerhaftes Signal, aber es kann nicht sein, er gibt kein dauerhaftes Signal. Wir haben das inverted durch den Observer. Aber wie? Aber wenn. Hä? Okay. Wie haben wir das gemacht? Hä? Der Observer kann nicht dauerhaft ein Signal abgeben. Ich denke, das ist ein Minecraft-Nobelpreis. Jetzt ohne Spaß, macht keinen Sinn. Warte, mach jetzt einfach mal. Warte, ich mach jetzt kurz ein Redstone einfach da drauf. So. Ja, funktioniert. Ohne eine Fackel. Ja. Was? Funktioniert. Was? Ohne eine Fackel. Ja. Es funktioniert halt einfach. Ich kann doch versuchen, auf dieses Loch noch zuzumachen. Warte kurz, wir können jetzt ganz kurz probieren. Und wir können ganz kurz probieren, hier oben einfach mal kurz mit Redstone-Fackel das Signal hinzukriegen, um einen Block noch höher. Und dann können wir das versuchen, einfach nur auf den Dispenser draufzukriegen. So. Moment. Dispenser? So. Hier auf den Dispenser, auf den Observer. Was passiert jetzt? Warte. Ganzer kann ich jetzt schon sagen. Ist, was? Jetzt so ein Block offen? Ein Block ist offen! Hä? Lass es passiert gar nichts mehr! Ja klar! Mir wird aufs Team geschrieben, abonniert Mijo auf YouTube. Nee, ich dachte, das funktioniert. Mir wurde gerade geschrieben, abonniert Mijo auf YouTube. Ich hab's von der Rückseite gemacht. Wenn du das hier setzt, ist doch dauerhaft Signal. Also. Ja, das wollte ich nicht. Was du machen musst, ist hier noch eine. Fackel. Hier zwischenquetschen. So. Ja, okay. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. So, jetzt ist gerade komplett offen und jetzt ist komplett zu und jetzt geht wieder offen. Das heißt, jetzt wieder invertiert. Und jetzt geht nur ein Block auf. Jetzt geht beide. Leute, jetzt funktioniert's. Hä? Ich hab gerade den Knopf innen gedrückt. Warte. Ich hab gerade den Knopf innen gedrückt, jetzt funktioniert's wieder. Jetzt drück ich mal eben. Hä? Was? Was? Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Was machen wir da? Weil wenn ich jetzt die Knopfhändchen außen drücke, ne? Hä, was? Drück jetzt mal bitte von innen kurz. Ich glaube, jetzt ist es gleich wieder richtig, wenn du innen drückst einmal. Bitte was? Ja, jetzt ist innen wieder richtig. Wenn ich jetzt von außen drücke, ist wieder auch wieder richtig. Wenn man jetzt von außen drückt, ist wieder richtig. Man darf nur nicht von innen raus wollen. Wenn man von innen raus will, funktioniert es nicht. Das macht keinen Sinn, dann kann man innen ja gar nicht benutzen. Doch, weil wenn man innen zweimal benutzt, dann geht's. Wieso, ich weiß wieso. Warum? Weil der die das abbekommt, das Signal, glaube ich. Warte, was? Frag mich nicht wie, aber ich glaube, die kriegen das ab von. Ah ja, stimmt, das ist ja überhaupt nicht buggy gerade. Warte, was ist, wenn wir jetzt einfach mal einen Block hinsetzen? Ja. Einfach mal so. Wird safe nichts sein, warte. Ich gehe mal von innen rein. Ah, das funktioniert. Man kann jetzt von außen öffnen zumindest. Jetzt machen wir, muss jetzt von innen. Ja, wer von euch hat einen Hund? Es ist kein Hund, der ist draußen. Ich hasse das Ding. Draußen ist immer ein Hund und der bellt die ganze Zeit, ey. Das ist so nervig. Warum geht ihr den Check das nicht. Keine Ahnung. Was zu essen. Hä?
Warte, lass mal dann hier innen versuchen, das, die Schaltung zu ändern, hier innen, was hier innen ist. Die sind jetzt die ganze Zeit versetzt. Lass mal versuchen, hier... Ich mach mal ganz kurz mein Fenster zu, warte. Ich hab dir da was hingeworfen. Ach, scheiße, warte hier. Julian? Weißt du, was wir noch machen könnten, rein theoretisch? Die ganze Schaltung verstecken. So. Wir sind doch noch gar nicht fertig mit der Schaltung, wenn wir helfen müssen doch... was? Ja, dass wir die so bauen, dass die versteckt ist. Dass wir die hier bauen und dann geht das Signal oder da. Ja, dann wo bist du gerade? Was? Achso. Hier so, dann geht das Signal. Ja, warum nicht? Ey, das würde rein theoretisch echt klappen. Ja, nice. Machen wir das. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob der da... Ist das noch Platz, wo der was bauen möchte? Guck mal, der hat hier seine Schaltung schon drin überall. Ja, geil. Weil hier hätten wir auch Platz, guck mal. Ja, aber ich glaube, da müssen wir aber erst mal schaffen, dass das Ding überhaupt funktioniert. Ja, aber so wenig Platz wie wir haben. Das Problem ist ja nur, dass wir so Probleme haben, weil wir so wenig Platz haben. Okay, glaubst du denn? Okay, dann machen wir jetzt einfach mal ein Signal, was von. Okay, wir machen jetzt einfach folgendes. Wir bauen das jetzt ganz kurz ab. Das heißt, wir machen jetzt einfach. Ich mache einfach eine Redstone Fackel dran. Du hast eine Redstone Fackel. Gibt's mal welche? Ja, ich habe zwei. Meine? Wir lassen jetzt einfach das Signal hier hochführen. Hast du mir gegeben? Okay, ich mach mal kurz welche. So. Zwar, ich lasse einfach die beiden Signale hier hochführen, invertiert. So. Muss nicht mal invertiert sein, das können wir. Ich weiß, aber das ist. Ja, okay, stimmt, keine Redstone mehr. Ja, okay. Ja, bums. Weil dann aktivieren wir auch nichts falsch. Ja, so, hier ist jetzt das Redstone. Und von unten kommt jetzt einfach auch irgendwo das Redstone. Hier, so. Das ist jetzt Redstone von beiden. Boah, das ist perfekt. Weißt du wieso? Warum? Weil wir jetzt nur eine Schaltung dafür machen müssen. Ja genau, aber wie sprechen wir jetzt auf, wie können wir jetzt die Pistons ansprechen? Das nur eine einzige Fackel hat, sozusagen. Und wie sprechen wir jetzt die Pistons an? Ja, jetzt kommt das Schwierige. Ich glaube die Schaltung selbst ist ja nicht das Schwierige. Wir müssen einfach nur die Pistons ansprechen. Wo? Ja, dass wir nicht das hier noch ansprechen. Ja genau. Das Redstone spricht ja allein schon in den Pisten an. Das heißt, wir müssen theoretisch das... Wir müssen da oben... Das Pisten hier oben, das... Da müssen eine Fackel hin. Ja, oder... Ja, Redstone da oben. Redstone geht auch. Und wie wollen wir dann später jetzt noch hier das Redstone, die Pistons ansprechen? Wir machen den Knopf erstmal nach oben. Dann haben wir ja auch das Problem raus. Drück mal den Knopf. Warte. Moment. Wir müssen welches Redstone aktivieren. Warte, drück nochmal. Nee, das Redstone brauchen wir gar nicht, genau. Das müsste einfach nur jetzt, ne? Nein. Das ist eins daneben. Warte, wir brauchen. Hier muss noch Redstone, wo du stehst. Genau, da. Moment. Ja. Okay. Gut, dann dann gehe ich hier einfach nach oben, warte. Hier einfach nach oben mit dem Block und dann noch einen Block am besten, damit wir hier nichts irgendwie triggern, noch weil... Rein theoretisch... Ist egal. Das Redstone triggert über 50 Blöcke. Auch so. Noch. Ja, was triggert über 50 Blöcke? Wir sollten das einfach so machen. Ja, okay. Dann drück mal außen. Jo. Okay, und innen klappt ja auch. Genau, ich gehe nochmal kurz trotzdem noch von da innen, so. Klappt auch, gut. Dann müssen wir... Hast du ein Slap? Wir müssen über den Block gehen. Und warte, theoretisch muss das Signal am Ende hier ankommen, auf dem Block hier, oder? Auf dem Block? Und guck mal, das Schöne ist, wir haben ja jetzt auch einen, den hast du, einen, Ein? Observer? Observer, genau. Ich habe sogar 5 Stück. Boah. Die liegen jetzt da. So, da oben. Redstone hier. Nimm den einfach an. Geht das? Oder habe ich das falsch abgebaut? Sollte der Block sein, damit, weil das Redstone dann rüber gehen wird, wahrscheinlich. Es sei denn, warte mal, geh weg. Geh weg. Geh weg. Tu das weg. Noch weg? Achso, das weg. Geh weg. Okay. Ach, geh ganz weg. Nein, ich habe nicht nach unten geguckt. Ich habe nicht von unten gesetzt. Wenn wir den so setzen, kriegen wir die Leitung sozusagen da drüber. So? Warte, wie? Achso, warte, du meinst so und dann. Ja, aber jetzt connect das doch. Jetzt connect das doch mit dem Redstone hier. Nein, tut es nicht. Wenn du hier. Ach so. und jetzt, aber jetzt connect das jetzt mit dem Redstone. Ist ja, das noch ein? Ja, aber da geht ja alles hier in die Richtung hier. Ja, oder? Warte, warte. Warte, was, wenn wir, warte, was, wenn wir das Redstone, können wir das Redstone einfach unten machen? Jetzt musst du wirklich weggehen. Okay. Dann lass mal, ich mach das so kurz wieder so hin wie vorher. Was gerade zerstört. Ach so. Ja, aber trotzdem, nee, das geht nicht, weil der Repeater... Das müsste klappen. Nee. Warte doch, ich bin doch jetzt, noch nicht fertig. Jetzt ja. Ja, jetzt könnte noch nicht fertig. Jetzt ich komm hier nur nicht lang, weil du im Weg stehst. Drück mal den Knopf, Warte mal, welchen? Rein theoretisch, wenn hier ein Signal ist. Warte. Wenn wir hier ein Signal haben. Ich brauch noch ein paar... Okay, warte, hier kommt das Signal, da kommt das Signal, das kommt beides hier hoch. Von hier kommt ein Signal jetzt. So, das kommt hier lang.
Mein theoretisch müsste das doch weitergeben. Ja, das Problem hatte ich auch schon öfter. Ich weiß warum. Der gibt ja nur ganz kurz, der gibt ja nicht ewig weiter. Ja. Ja, stimmt, wir wollen gerade kurz weitergeben. Ja, wenn wir das machen, dann ist es ein Block-Update. Weil der misst ein Block-Update. Ah ja. Ja, okay, das stimmt. Ist aufgegangen? Sehr kurz, ja. Weil, ja, aber was? Wir können das ja noch verlangen. Ist egal, du musst ja nur durchkommen. Und warum funktioniert das nicht, wenn ich den Knopf drücke? Weil wir noch nicht fertig sind? Ich habe doch jetzt nur ein Signal vorgetäuscht. Ja, aber was musst du denn hinten noch machen? Redstone Fackel. Wow. So. Nein, okay. Nicht so? Ja, aber warte. Der Observer, die geben ja, wie gesagt, immer nur ein kurzes Signal, die Observer. Das heißt, wir müssen es theoretisch nochmal invertieren. Weil. Ja, weil die sind ja nicht dauerhaft zu dann. Die sind ja dauerhaft dann offen. Wenn hier kein dauerhaftes Signal kommt. Ja, ja. Das heißt, mit Observer kann man hierbei überhaupt nicht arbeiten. In dem Fall. Öffnen könnte man damit arbeiten. Ja, aber. Das war's. Ja, wie kriegst du dann das Signal über den Block? Theoretisch können wir hier ja mit Observern arbeiten, die das Signal dahin bringen und dann haben wir vielleicht genug Redstone. Wir können es ja theoretisch einfach. Doch, wir können es theoretisch doch genau vertauschen einfach, oder? Dass wir mit Observern das Signal dahin bringen und dann können wir hier Redstone legen. Verstehst du? Oh ja, könnten wir machen. Ja, warum habe ich das jetzt gemacht? Egal. Gut, das heißt, wir machen dann. Können wir hier den Server hin tun? Weil theoretisch können wir jetzt einfach nur durchgehend mit Repeatern arbeiten, oder? Warte mal ganz kurz. Ich will nur was gucken. Theoretisch können wir hier doch jetzt durchgehen mit Repeatern arbeiten, oder? Wenn wir die ganze Zeit Repeater jetzt setzen? So, hier einfach die ganze Zeit Repeater? Weil dann machen wir. Genau, so. Reicht das? Nee, geht das? Doch, das geht. Klar. So, und jetzt müssen wir hier. Ja, jetzt hier, können wir einfach oben drüber. Warte, nein, wir können hier einfach einen Block setzen. Oben einen Block. Nee, warte, jetzt wird es trotzdem unten gebaut, oder? Ja, jetzt wird das noch aktiviert. Jetzt haben wir den Block gebaut. Juhu! Wir können das nicht mit Repeater machen. Wir können es da einen Block drüber setzen, wenn du. Genau, mit Redstone, ja. Redstone arbeitet. Genau. Dann geht das? Ja, dann genau. Hier. Okay. Hier. Und dann, aber den Observer hier müssen wir nochmal wegmachen. Und dann müssen wir. Ja, verdammt, wie können wir denn jetzt zwei runter auf einmal? Ja, das ist die Frage. Weil, oder wir machen, weil können wir nicht. Wir können einfach das Ganze eins weiter früher mit dem Berg machen, dann das hier unten lang quasi. Also, dass wir das Signal. Mit Redstone hier machen. Das heißt, das Ganze einfach um eins verschieben. Verstehst du, was ich meine? Die machen die Kreuzung jetzt einfach dahin. Weißt du, was wir auch machen können? Ja, einfach die Kreuzung. Machst du? Nein. Hier ist noch eine Ebene. Alles kaputt. Okay, ja gut. Okay, ja, das ist theoretisch nicht nötig, aber ja. Klar, da sind wir nicht so hoch. Nee, das... Nee, wir sind... Ja, ich bin doch jetzt fast fertig. So. Oh, hier können wir das noch nicht machen. So, ich bin fertig. Ja, ja, wow. Okay, ja, und jetzt musst du es invertieren und hier hochladen. Bums. Okay. Ja, genau. So, und. So. Nee, warte. Achso, hier ist der Repeater. So. Versuch mal. Zu. Da ist nichts passiert. Zu. Warum? Warte, welchen Knopf hast du gedrückt? Weil hier ist das Redstone nicht mehr angegangen. Nicht? Nein. Ja, weil ich. Drück mal den Knopf. Guck. Wo ist der Knopf? Ja. Der Knopf ist da. Das müsste hier sein, das Redstone dann, ne? Drück jetzt mal den Knopf. Okay, ja, jetzt geht's theoretisch. Oh, verdammt, das Redstone ist hier. Okay. Wo ist das Redstone? Ja, leg den scheiß Knopf einfach eins nach rechts. Punkt. So, Knopf. Warte, mach ich da. Ja, okay, live. Ja. Was auch immer du hier geändert hast. Ja, nee, das da muss weg. So, da, Redstone jetzt überall hin. So, da. Bums. Vor allem haben jetzt echt besser versteckt, ne? Ja. Ja, geil. Warte. Okay, von hinten, von hier funktioniert noch nicht. Hä? Warum nicht? Haben wir überhaupt da Redstone oben? Ja. Drück nochmal Knopf. Drück mal den Knopf, bitte. Ich will was sehen. Hä? Okay, läuft. Hä? Drück nochmal. Und wir sind jetzt komplett ohne Observer rausgekommen. Lol, warum ist. Das kriegt ein Signal, aber da passiert nichts. Drück du mal bitte. Drück mal auf der anderen Seite, ich will wissen, was der Unterschied ist. Nee, drück du mal bitte. Okay, bitte. Oh, Lennart. Aus die Kiste. Hä? Aus die. Hä? Versteh nicht, warum? Es ist das gleiche Signal, es passiert nur nichts. Ist das Signal länger? Nee, kürzer? Es ist das gleiche Signal, Julian. Ja, ist das. Hä?
Passiert nur nichts. Das heißt, irgendwas von dem Redstone. Oh, ich glaube, ich weiß was. Und zwar? Waren hier, ne? Fuck. Ja. Kacke. Aus. Was denn? Hm. Ich glaube, das ist und steuert die an. Ja? Und das also, wird davon beeinflusst. Na, jetzt werden wir einfach einen Block setzen, so? Ganz ehrlich, ich bin jetzt voll verwirrt. Ja, ich auch. Ja, es funktioniert! Was? Ja, durch den Block. Was hab ich geändert? Ich hab den Block gerade eingesetzt. Lol. Block statt Repeater. Frag mich nicht warum, aber. Warte, funktioniert. Funktioniert jetzt gut. Ja. Nein, doch, funktioniert dauert noch. Ja, also es ist nur ein sehr kurzes Signal, warum auch immer. Warte, ich mach den wieder kurz ein bisschen verzögert. Ja, scheiß drauf, wie kurz das ist. Das ist Hauptsache. Ja, perfekt! Und das funktioniert auch. Ja, easy! Warte. Ist das Redstone noch da oben? Wie verstecken wir das Redstone jetzt da oben? Achso. Ja, eben, warte. Wir können erstmal das da komplett zumachen hier. Ja, da habe ich keine Blöcke für. Das kommt weg. So, warte, können wir. Das machen wir jetzt so. Können wir das da oben erstmal komplett verstecken? Das auch. Da auch. Das können wir auch alles komplett zumachen. Oh, ich weiß nicht, wie man das verstecken kann. So. Jetzt habe ich alles, was wir verstecken können, versteckt. Ich weiß auch, wie man das hier verstecken kann. Warte, und das ist. Oh, das weiß ich vielleicht auch. 3, 4. Ja, durch Dekoration kann man immer sehr viel verstecken, das stimmt. Kann ich. Warte, durch Treppen geht das durch, oder? So ein Signal. Guck mal ganz kurz. Brauche ich einen normalen Block? Hast du einen normalen Block? Warte, guck mal, das geht nämlich durch. Warte. Normalen Block, ja, habe ich. Warte. Darf ich? Und nein. Ja. Ah, da. Der war bei mir gerade nicht sichtbar. So. Jetzt fällt das nämlich nicht auf, weil das beiden Seiten symmetrisch ist. Oh, verdammt, jetzt habe ich den Block auf der falschen. Jetzt habe ich den Block falsch platziert. Wow, ich habe die Treppe platziert. Julian, willst du ein Video mit Katja Krasavitz machen? Nein. Nein. Nein, warum? Aber ist so fame. Wow. Da gibt's andere YouTuber, mit denen ich lieber ein Video machen würde. Mit? Ja, keine Ahnung. Allen anderen. Also auch irgendwelchen Transsexuellen und so. Naja, also. Das, ja, also. Also, dass die Transsexuellen sind, ist ja jetzt kein Gegenargument. Doch. Okay, Julian, ich weiß, wie du es verstecken kannst. Gib her. So. Blöcke. Ja, genau. Mach hier eine Säule einfach rein. Hey, ja, warum nicht? Warte. Ja, einfach. Eine. Säule. Hey, ja, und Spaß, aber machen wir so. Dann musst du nur auf die anderen. Musst du leider drüber reden, das noch auf die anderen Seiten zu machen. Mach einfach so. Mit einer Treppe, das sieht hässlich aus. Ich weiß. Wie denn sonst? Einfach nach oben weiterziehen. Ich habe keinen Bock, das ganz oben zu machen, so viele Blöcke. Ja, du doch nicht, Lennart. Okay. Zeig mal, was ist jetzt. Ja, hey, perfekt, sieht doch voll gut aus. Ja, dann noch auf den anderen Seiten müsste Lennart das machen, damit das gut aussieht. Eine Säule, ja, okay. So, auf allen, an allen Ecken halt. Bums. Ja, einfach so wie sollen. Wobei, es reicht sogar theoretisch, finde ich, in der Höhe sogar. Muss gar nicht bis ganz oben. Ich setze einfach Goldblöcke und eine Fackel drauf. Gerade, wie geht's? Ja, das ist... Oder so. Krieg ich noch einen Block? Ja, perfekt. Ja, hab jetzt keinen mehr. So? Doch, einen hab ich noch. Einen noch hab ich noch. Da. Weil da ist ein Loch, was ich ficken möchte. Ficken? Reicht zur Hälfte fertig. Ficken. So, Lennart. Ja, zum Viertel. Man, hier könntest du sogar Glowstone oder so drauf setzen. Unauffällige Treppe! Guck mal, dich zum Reden. Du nimmst, wie heißt es? Netherrack. Warte, oder noch mehr Treppen. Einfach so, einmal so ein Dings drum. Ja. Oder? Ja, auch so mit sich selber beschäftigt. Moment. Ich weiß, was du meinst. Mach ganz kurz, ich hab ein paar Treppen. Yo, Lennart. So. Mach einfach so. Kisten. Gott, hier. So. Warte, sollen wir jetzt. Moment. Was passiert, wenn ich das Ganze jetzt auch noch auf der. Koppel! Das ist halt Lennart, ne? Dirt. Dirt. Moment. Machen halt was zusammen. So, was, wenn wir jetzt einfach. So machen? So. Sieht gut aus. Leute, ihr müsst euch unbedingt den Hafen mal an. Kann man machen, oder? Sieht gut aus. Danke. Gut, okay, dann machst du hier auch noch kurz und dann. Haben wir leer die Schaltung gemacht, hat ja auch nur 3 Folgen gedauert und die waren alle Überlänge. Julian, du meintest zuerst so 2x1 Schaltung, kannst das nicht ja sagen. Ja, aber ich wusste ja nicht, dass du hier nur 2x2 Platz hast für den ganzen Scheiß. Ja, der Turm ist halt klein, da hat man ja, der gemacht. Ist winzig. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst Pusseiten da und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, da werden wir dann nicht mehr an der Turm arbeiten. Tschüss. Genau.
Nö.